Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir machen jetzt weiter. Und wie beim letzten Mal gesagt, werden wir jetzt versuchen, noch die restlichen Funktürme auszuschalten. Optionales Herausforderungsgrab. Wo, hier vorne direkt? Ja, können wir auch gleich mal reingucken. Aber erstmal die Funktürme. So, zumindest ist den hier. So, und jetzt, warte mal, was ist hier oben noch? Hier geht's nun zurück, oder wie? Hab ich da irgendwas gehört? Nee. Nein, Mann, du hörst nichts. Da hinten ist der nächste Turm. Au! Ich jump da einfach runter, juckt nicht. Habe ich hier schon wieder Wölfe? Ich hoffe nicht. Die gehen mir nämlich schön auf den Sack, auch wenn ich ihn natürlich beim letzten Mal übertrieben platt gemacht habe. Das habt ihr alle gesehen, hoffentlich, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe doch. Ich hoffe auch natürlich, dass ihr meine Facebook- und Twitter-Seite mal entdeckt habt. Ja, checkt das gerne mal ab, wirklich, Leute. Gerade Twitter, nehmt euch am besten Twitter. Twitter ist besser, ja. Da wird mehr geschrieben, erfahrt ihr mehr. Ist besser, besser, besser die Seite. Fehlende Ausrüstung, Sprengladung, aha. Nice. Neue Ausrüstung. Und? Compoundbogen. Teil 1 von 4. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Aus einem Gulag. Ey, warum hält die sich nicht da fest? Ich wollte mich von dort auf das Dach schwingen. Und von dem Dach auf diesen... Was ist das? Ein Wassertank? Gastank? Mein Gott, Alter. Wir haben ja gar nichts. Was soll der Kack? Der letzte Turm ist da hinten. Los, holen wir uns den letzten Turm. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Ja, ich bin kein guter Jäger, das haben wir schon festgestellt, Leute. Ja, fuck. Komm schon, Lara! Komm schon, Lara! Na komm, mach jetzt keinen Scheiß. Pilze haben wir auch genug. Sie könnte mittlerweile ein richtiger Drogendealer werden. Ist da nix? Ist da nix? Achso, ich dachte, da wäre irgendwas.
Warte mal. Ah, shit, ich laufe gerade den richtigen Weg. Nee, wir wollen doch noch gar nicht lang. Ich dachte, hier könnte ich auch einfach abkürzen den Weg. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Vielleicht. Warte mal, muss ich überhaupt zurück zum Lager? Ja, oder? Guck mal da. Da ist ja auch noch ein Grab. Hä? Ah, da waren wir noch gar nicht. Kann das sein? Oder kommen wir von dort? Ich verliere irgendwie die Orientierung, wisst ihr? Das ist halt das Problem. Diese Zeichen. Bei mir gerade. Die sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? So. Ja, mit dem Dietrich jetzt. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Yeah! Wo ist das arme Ding hin? Das bekomme ich noch nicht runter. Ein Squirrel! Mein Gott! Ey, ich bin so scheiße, Mann! Ich bin so behindert! Hast du beleidigt, du bist. Bin ich scheiße! Das ist auch immer das Problem, ich treffe meistens aus nächster Nähe nicht. Also auch beim Dosenwerfen natürlich. Ja, klar, Dosenwerfen, ja, da habe ich auch meine Probleme. Naja, gut gerettet, mein Freund. So, mal gucken, was jetzt hier drin ist. Alles klar. Geil. Da wäre Gift drin gewesen, was wir sowieso voll haben. Okay. Für die Fahnen brauchen wir... So, warte mal. Wo ist jetzt das Grab hier bitte? Dort ist das Grab. Na, ja, Schüsse. Hier soll das Grab sein. Hä? Kann man hier irgendwie runter oder so? Oder durch die Höhle? Ah, hier.
haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Cool, in Griechisch haben wir auch bald zwei Fähigkeitspunkte. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Oh nee, Alter. Keine Wasserrätsel. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Oh, Griechenähe. Schon drei, Alter. Level 3. Was geht? Ich bin griechisch Profi jetzt. Aber bitte keine Wasserrätsel, Mann, ey. Es wird doch bei mir nichts. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Da oben geht's auch lang. Hier geht's lang. Da ist schon der erste Balken. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Ich soll loslassen? Kauerbunker! Boah. Alter, so lobe ich mir das. Guckt euch mal die Wände an. Die sehen richtig schön glitschig aus. So muss es nämlich sein. So muss es aussehen in so einer... Was soll es sein eigentlich? Ja, ist ja keine Kanalisation. Weißt du, wie nennt man das? Höhle? Nee, keine Ahnung. Zisterne ist ja auch was anderes. Ja, Tropfsteinhöhle. Ja, ist auch nicht unbedingt eine Tropfsteinhöhle. Ich bin dumm, lass mich in Ruhe. So, nice. Hier hinten ist auch nichts mehr. War es das schon? Das war das komplette Rätsel oder kommen wir da erst gleich hin? Einen Fehler gemacht. Kann das sein? Das ist doch ein richtiges Grab, oder nicht? Oder bin ich zu blöd jetzt? Boah. Hm.
irgendwas. Ah, hier. Hinter mir. Wollte schon sagen, hier muss doch mehr sein. Das ist die Musik auch so bedrohlich. Oh, neues Lager. Erstmal die Fähigkeitspunkte ausgeben. Ah, warte. Was haben wir denn hier? Haben wir hier schon? Achso, das haben wir schon. Wie schalten wir denn die Stufe 2 frei? Sag mal. Ah, okay. Dann nehmen wir das hier. Und... das. Und dann nehmen wir beim nächsten Mal... das hat überhaupt nichts gebracht. Scheiß drauf. Ich dachte, da wäre nochmal irgendwie was, was man nutzen könnte, um mehr Experience herauszuziehen oder sowas. Aber anscheinend nicht. Was ich mich ja gerade frage... oh shit. Was ich mich hier gerade frage, werden die Sachen eigentlich übernommen für die nächste Waffe, für die verbesserte Waffe? Oder gebe ich hier gerade nur meine ganzen Ressourcen aus für den Bogen, den ich sowieso nicht bis zum Ende des Spiels haben werde? Shit. Wie würde ich das Spiel einschätzen? Ich würde es wahrscheinlich eher so einschätzen, dass es für die Zeit dir zwar mehr bringt, bis du den neuen Bogen hast, aber dass es dir für den neuen Bogen nichts bringt, die Upgrades. So würde ich das jetzt einschätzen. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Es ist tatsächlich eine Zisterne. Say what? Vor allem, oh, diese erodiert, Alter. Boah, guck mal runter hier von dem hohen Ross. Die sind alle stupid, also ich bin stupid. Woher soll ich wissen, was erodiert heißt? Und es wird mindestens wieder ein, zwei Leute geben, die das ernst meinen. Und ernst meinen, wenn sie schreiben, was es bedeutet. Weil sie denken, ich meine es ernst, dass ich nicht weiß, was es heißt. Diese Tür, sie hält das Wasser zurück. Schlaues Ding. Wolltest kein Risiko eingehen. Reicht es? Ja. Oh, der Lenra ist so kalt. Yay, ach so, okay, ja, alles klar.
Das müssen wir auch noch aufballern. Oh shit. Na gut, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns beim nächsten Mal, Leute. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Storymäßig haben wir jetzt zwar keinen Fortschritt gemacht, aber ja, wie gesagt, ich habe angekündigt, dass ich versuche, solche Sachen auf jeden Fall mitzunehmen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.